Hallo Bees und willkommen zu einem weiteren Schmink-Tutorial. Heute mit dabei Moritz. Hallo. Hallo und okay, da ist das Spawn. Ja, ich bin auf Phoenix Country. Das ist eine Map, die ich persönlich noch nicht aufgenommen habe, aber auf der ich schon mal privat gespielt habe, so den hätten wir gekriegt. Ich habe ein Schwert für dich, falls du eins brauchst. Und okay, da ist einer, das Not Derox ist auf jeden Fall der echte, meine Freunde. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, ich wollte ein paar Themen ansprechen. Mit dabei ist Mori, und zwar aus einem Grund, den ich gleich wohl direkt nennen werde. Aber erstmal müssen wir im Haus einkillen. Oh, Alter. Hat mich sogar fast noch bekommen. Ich dachte, der hätte keine Waffe, aber er hat noch einen Eisenharnisch, deswegen. Ja, wollte ich auf den drauf gehen. So. Am Spawn ist einer, aber ich gehe erstmal weg. Hast du schon Sachen? Ja, relativ. Okay. Hinten beim Schiff, wenn ihr das irgendwas sagt. Ich weiß nicht wirklich. Also ich kenne auf dem auch keine Tattoos, Leute, deswegen werde ich einfach random irgendwo lang gehen und ich werde sicherlich irgendwie mal so richtig knapp an einer vorbeilaufen, aber es nicht checken, aber keine Ahnung, mal gucken. So. Hier könnte zum Beispiel sein, das da. Kennt doch nicht, oder? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ziehen wir nochmal die Schuhe an. Da war eine Kiste. Mit einer Hose. Und jetzt gehen wir auf Gegner drauf. Auf jeden Fall, Leute. Der Grund, warum Mori dabei ist, ist, dass ich erstens keinen Bock hatte, alleine aufzunehmen, weil ich da schon zerteamt wurde. Und jetzt haben wir auch schon einige Aufnahmeversuche hinter uns, wo jetzt der 3- oder 4er-Teamt wurde. Oder Gamma HD, Varo 1 uns getötet hat, indem er ein bisschen um uns rumgeflogen ist. Werdet ihr vielleicht im Pre-Intro sehen. Und ja, ich dachte mir, wir zocken eine Runde Hive, obwohl es eigentlich doch nicht, denke mal, ob ich das mal eingeplaced, obwohl es doch nicht so Bock macht, wie ich jetzt eigentlich erwartet hätte, wie gestern Abend oder so. Und den hätten wir auch bekommen. Und viele kennen nicht diese One-Clicks, also mir wird auch manchmal gesagt, ich hätte so No Slowdown oder so, wenn ich jemanden hitte. Aber One-Clicks sind halt eben was anderes, wenn man einfach folgt und wirklich einmal nur so auf die Maus tippt, dann kriegt man, als man nicht so langsam, wie wenn man zum Beispiel durchgehend auf einen drauf hittet und dann dadurch halt auch noch Partikel bekommt und deswegen langsamer wird. Und ich muss gerade mal weglaufen vor einem hier. Wo bist du so? Spawn, gerade. Okay. Can't stop, confused. Junge, mein Bowen war auch einfach mal besser, aber es ist so richtig BS. Komm! Ja, ich hab ihn. Gut, die Runde scheint jetzt endlich mal gut zu werden. Wir nehmen auf! Raus bitte. Okay, tschüss. User left your channel. Okay, es war Johnny. Ja. Vielleicht hat ein UHC, deswegen müssen wir uns eigentlich ein bisschen beeilen. Aber gut, Mori ist gerade übel leise. Oder er sagt einfach gar nichts. Ja, Digga. Gut, was ich sagen wollte ist, ich habe eben UHC vorhin gewonnen und habe ich schon erzählt? Habe ich das schon erzählt? Nee, ne? Nein. Okay, ich bin gerade so irgendwie in verschiedenen Paralleluniversen und weiß nicht, was ich laber. Auf jeden Fall, ja, ich habe ein UHC gewonnen und Mori und ich hatten eben vor einer Woche gewettet, dass wenn ich eins gewinne, dass es M10er gibt und wenn ich es nicht schaffe, in einer Woche halt das zu gewinnen. 10er gibt's. Genau, und am Spawn ist übrigens jemand. Ja, ich bin da. Okay. Ein Zweier-Team? Nee. Nee. Er hat eine Angel und ich nicht. Ist halt die Kacke. Leute, ich hole ihn mir. Ich snack ihn mir so richtig. Nice. Jawohl. Da gehen die Hits wieder. Manchmal kriege ich halt richtige Lappenhits und einfach gar nichts mehr, aber manchmal halt gut. Also ich denke, viele spielen auch mit What the Fast, aber ich nicht so. Hast du einen Deer? Irgendwie? Nee, weiß nicht. Ich habe zwei Eisen, ich mache mein Eisenschwert. Ja, auf jeden Fall, ich habe UHC gewonnen und daraus werde ich ein Highlights machen. Das kommt vielleicht noch dieses Wochenende. Hoffe ich auf jeden Fall, weil ich habe da Bock drauf. Ich mag es irgendwie voll so. Das ist ein zweites Team. Nach so einem Win das zu schneiden, obwohl ich halt nicht oft gewinne, aber einfach so, wenn man ein gutes Game hat. Ich denke, ihr kennt das. Ja, die können wir ziehen. Die haben auch FNS, pass auf. Ja, ich versuche den Leder-Typ. Hier auf dem mit der Leder-Chestplate, der hat schon zwei Bong-Shots. Hinter dir. Na, warte. Ich versuche den jetzt zu holen. Und nochmal rechts und kommt nochmal links. Und nochmal rechts. Ah, schade, zu spät. Kriegst du den? Pass auf, der andere kommt hinter dir. Er gibt gute Hits. Ich kann das FNS hier halt nicht placen wegen dem Gras. So, komm schon. Komm, lauf nicht zu lang weg. Okay, jetzt läuft er weg. Ich kann ja weiter erzählen. Auf jeden Fall, ich hatte vor, wieder mehr UAC zu spielen, weil ich hatte jetzt mal Phasen, habe ich gar nicht gespielt oder sehr, sehr wenig oder einfach keinen Bock auf UAC gehabt und so. Und ich habe jetzt einfach wieder Bock. Vor allem so ein Win, ich weiß nicht, das motiviert halt schon so irgendwie. Und ich bin jetzt nicht so ein Pro-UAC-Spieler, der halt wirklich irgendwie in der Woche 2-3 Wins macht oder so. Also ich spiele halt auch nicht zu viel. Ich habe, glaube ich, 22 Stunden Play. Das hört sich jetzt für manche viel an, aber manche haben halt schon, was weiß ich, 90 oder so, oder? Hi. Hast du? Ja. mit beiden Accounts kommt schon. Ja, ja, es gibt schon Leute, die haben 140 Stunden Wins. Ja, also ist schon echt heftig und
Ich freue mich schon super. Wenn wir nehmen auf. Alter, im Channel steht doch sogar Rack, Alter. Wo der Typ läuft die ganze Zeit weg. Ja, also das hat sich gereimt, ja. So, es ist 19:30. Wir müssen jetzt eigentlich uns echt mal beeilen. Ja, würde er nicht die ganze Zeit laufen, dann wäre schon fertig. Ja, aber schon längst. Vor allem die anderen sind, glaube ich, auch nicht zu gut. Naja, glaube ich auch nicht. Komm schon. Auf jeden Fall wollte ich euch fragen, ob ihr Bock auf UAC Highlights habt. Wenn ja, lasst mal ein Like da oder einen Comment. Und am besten auch dann, wenn das Highlights rauskommt, damit ich halt weiß, dass, ob ihr das wollt oder nicht. Und endlich. Ja, okay, lass den holen. Das ist auf gar keinen Fall ein Team. Dann passt eigentlich. Ja. So. Komm schon. Ja, Mann. Wie kann er so lange rennen? Hat er überhaupt schon mal gegessen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, ist, ich weiß gar nicht, was ich so hochladen soll momentan. Ich hatte jetzt eher so an SG gedacht, vielleicht auf Hive oder so oder auf anderen Servern. Und sonst halt Badline PvP und UAC Highlights. Das wäre mir jetzt in den Sinn gekommen. Und auf Gomme, ich weiß nicht, Skywars. Weiß ich nicht so wirklich, ich hätte eher Bock auf anderes. So. Also eher so auf Badline PvP oder in der Party oder so. Ich denke, das ist auch ziemlich cool. Wir müssen uns jetzt echt beeilen, ne? Yep. Vor allem, ich muss mich noch umloggen, Alter. Ja, same. Oh mein Gott. Rest in Pisse. Kacke. Ja, egal. Die werden schon... Das wird schon noch. Lol, okay. Man spawnt immer irgendwie immer so auf dem Kopf, ist mir so aufgefallen. Und am Anfang auch. Das ist so umgekehrt. Richtig komisch. Ja. Da ist XX Mahut. Er hackt. Oh mein Gott. Nein, bitte nicht. Hast du Pfeile? Nein. Fuck! Nein! Er hat Pfeile. Nein! Sammel auf. Wir holen den. Nur wenn er da unten ist, er... Genau. Er hat auch noch Lowground, deswegen. Er hat gar keinen... Hat er noch Knockback drin? Ich glaube schon, ne? FFA, please. Nee, Alter. Ja, aber er hat übel wenig Knockback bekommen. Hast du seine Hits gesehen, Alter? Ja, er hackt. Er hat den Enchanted Sia-Shirt, Digga. Oh. Ja, okay. Wir sind eigentlich two-hit jetzt. Nein? Ja, alles klar, Digga. Alles klar, Digga. Mach ich auch immer. Ich muss ihn ins FNS kriegen. Oh okay. Gott! Oh mein! Ich bin auf 3 Herzen, du? Ja! Ja! Okay, ja, wir müssen uns echt beeilen. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt... Oder wollen wir direkt Bundy One anfangen? Ich hab 5 Herzen. Hast du? Ja, okay, dann einfach so. Ich hab halbes weniger. Egal, passt. Hast du Eisenschwert? Ja, warte, ich nehme Stein, so. Ah, okay. GG, endlich Aufnahme bekommen. Wir mussten gerade echt rushen, weil in 3 Minuten müssen wir ins OC joinen, spätestens. Und dann würde ich sagen, falls euch gefallen, lasst mir gerne ein Like da, schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt und ob ihr Bock auf OC Highlights habt. Wenn ja, einfach mal ein Like da lassen und ich würde sagen, schaut bei Mori vorbei. Machst du überhaupt noch OC Highlights auf deinem Kanal? Weniger. Oder Videos? Okay. Ich weiß ja nichts. Dann schaut bei ihm auf Twitch vorbei, ich verlinke einfach beides und würde ich sagen, haut rein Leute, bis zum nächsten Mal. Peace.